So, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ah ja, so geht's. Mit dem Traktor 2406. Hallo. Hallo. Oh, kurz 3 Monate gemacht. So, was gibt's hier gerade zu tun? Der hier sät. Der hier macht nichts. Der hier ist fertig mit Ernten. Der hier ist arbeitslos. Der hier hat nichts zu tun. Okay. Willst du lieber säen oder? Oder was soll ich sonst machen? Ja, das schaue ich auch gerade. Du, ich hoffe, es ist nicht Ja, wieder. du darfst säen oder düngen. Das war richtig übel. Uiuiui, naja, besser als letztes Mal, würde ich meinen. So, senken. Naja, so senken. Bitte, danke. Viele Folgen hast du jetzt eigentlich auf Lager? Im Moment um die 30, 40. Gott, willst du ihn also hochladen? Hochladen geht inzwischen recht zügig. Es hat sich zwar nichts an meiner Internetleitung geändert, aber aus irgendeinem Grund macht man neues Programm. Aus jeder Viertelstunde Video 200 Megabyte HD Video. Ja, ich weiß nicht, wie es das schafft, aber die Qualität ist So, annehmbar. dazu habe ich ein Programm. Es komprimiert irgendwie. Keine Ahnung, wie das Programm das macht. Ja, das. Und ja, dann wird aus irgendwie einem halben Gigabyte, das dann nachher noch irgendwie 100 oder 200 MB. 200, 300 MB ist bei mir in 10 Minuten oben. Ja, du und dein Internet. Ist irgendwie Ey. mein Lieblingsspruch, Mo, in den letzten Folgen. Du und dein Internet. Joa. Ich habe auch gutes Internet. Ah, nee, geht ja nicht. Ja, das. Ist relativ. 20.000 ist nicht so sensationell viel. Nicht Das ist normal. sensationell, aber weitaus besser als meins. Du darfst, wenn du Lust hast, düngen. Hab ich Lust zu? Ja, wenn nicht, such dir Arbeit. Mein Scherz. Nein. Genau, du Es geht da. zum Arbeiten. Du musst machen, was ich sage. Ja, aber eine Bitte habe ich noch. Benutze erst noch mal kurz den kleinen Düngerstreuer, bis der leer ist. Der müsste auch irgendwo noch rumstehen. Ich habe zwar schon einen größeren, aber bevor ich den kleinen verkaufe, will ich ihn erst noch leer machen. Weil er hat irgendwie noch 50 So ein Ei Prozent. mehr. Wie bitte? So ein Ei mehr. Wie sieht natt aus? Muss ja gleich ein Bild machen von. Tja. Definitiv. Von dem großen, von dem kleinen Hänger mit dem Dings dran. Mit dem riesen Ding. Steht Hä? hier. Kleiner Hänger, Riesending? Sag jetzt nicht, du meinst damit, dass ich den Gillibert an den Krampe gehängt habe? Naja, ich Nicht an den wollte es Krampe, an den Lloyd. andersrum sagen. Großer Anhänger, kleiner Trecker mit dem komischen Startdings, aber das hat für einer. The same. Genau, mit Der dem Rode. Bergmann. Der Rode. Der Sau kleine Rode hässlich. Traktor. Genau, der kleine rote Traktor. So, die Das hat schon. Sämaschine So ist hat mich ein gleich Kumpel immer vorbei. genannt. Ja, ich glaube, da gibt es irgendeine Fernsehserie für kleine Kinder. Der kleine Ja, rote gibt's Traktor. da. Darum hat er mich so genannt. Auf Das ist richtig dich wow gekriegt. bist du rot. Ja, nö, dann weil ich auf Winter 06 das hat er gesagt, hat keine rote Traktor. Willst du das Feld durch säen? Gerade da, also säen, düngen. Mag Ja, ich gerade das frei. große. Du hast keine Auswahl, Traktor. Sonst gibt's nichts mehr, gibt keine Felder. Es gibt im Welche Moment. ist das? Das ist die 36 Meter, ne? Muss ich die erst abschalten, dass ich sie auftanken kann? Warte, welche Düngespritze hast du? Die kleine. Die ist, warte, ich schaue schnell nach, welche Arbeitsbreite die hat.
Die dürfte nicht allzu breit sein. Das ist, glaube 18 oder so. Ja, du hast sogar recht. 18. Ah, genau, apropos, in ihrem Besitz. Das ist denn gerade. Es gibt einmal 36, 18, 30, ja, 36. Und ich habe selbst fahren. Ein intelligentes Wesen auf diesem Bauernhof, das gerade versucht hat, seine Sämaschine am Düngertank aufzufüllen. Was? Gewöhnungsbedürftig. Ja, ich glaube, dazu braucht man nichts mehr sagen, oder? Nö. Sämaschine und Düngertank. Passt irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, das kommt davon, weil wir gerade von Dünger sprechen. Ja, glaube ich auch irgendwie. Aber irgendwie, naja, keine Ahnung. Na. Irgendwie, naja, keine Ahnung. Genauso ja, geht's mir. Ist halt so. So. Ich so bleib, so muss so. Gut. So, hier danach soll ich die Dings mit dem Ausleger da fahren. Naja, der Ausleger, welchen Ausleger meinst du? Meinst du die große Düngemaschine, gell? Genau, wenn die leer ist hier. Ja, dann werden wir die auch verkaufen, die kleine. Soll ich die dann zum Shop runterfahren noch? Ja, das kannst du machen, wenn nicht, dann mach ich's. Du hast ja im Moment nur noch keine Rechte, Fahrzeuge zu verkaufen. Das werde ich dann machen. Beziehungsweise dir die Rechte dafür geben. Ja, eben, dachte schon. Ich habe ja so ein bisschen Vertrauen in meine Mitspieler, dass die hier keine Scheiße bauen. Ja, bevor ich Scheiße baue, würde ich das letzte Mal tun, ey. Nur, es klingt vielleicht ein bisschen scheiße, dass ich die Nase hochziehe. Ich bin momentan total tot. Eigentlich. Ja, total tot und trotzdem vorm PC. Wie wär's zocken, bis der Arzt kommt und wenn er weg ist, geht's weiter. Genau. Wer hat das gesagt? Was ist das sogar? Na, das war nicht ich. Nee. Dann war es irgendjemand anders. Fällt mir jetzt kein Name mehr zu ein. Nun, wenn wir hier fertig sind. Ein Namenloser. Wenn wir hier jetzt fertig sind mit Säen, darf ich endlich die Zeit wieder höher stellen. Und dann können wir auch endlich uns noch ein Feld besorgen. Cool. Die Bäume stören aber. Ja, mittendrin stehen. Ja, es gibt auch keinen Mod zum Bäume entfernen. Doch, ich kann mich am Giants Editor versuchen. Ja, aber es geht dann nicht mehr, dass du Original-Map erkennt. Dann ja, kommt immer so ein Fehler mit dem Original-Map ein bisschen umbauen. Dann Giants Editor. Also den Multiplayer nicht mehr. Die Sample Mod Map bisschen umbauen. Dann mit dem Giants Editor und dann das Save Game auf die neue Map spielen. Müsste ich halt jedem diese blöde Map schicken. Und ganz ehrlich, das geht zu lange mit einem Internet. Nein, ja, das eine. Aber das andere ist, da ist mir der Aufwand auch einfach zu groß. Wie? Wenn ich jedem erst die Map schicken will, muss. Ja. Ja, okay, jetzt sag ich mit meiner Leitung, schickst du diese Map hier. Wie groß ist sie? 100. Sag ich. Rechne 100 ist. 100. Ja, da schicke ich ein paar Minuten. Oder vor allem, wenn er andere gutes Internet hat. Schicke ich ihm das in 10 Minuten oder so, in 5 Minuten, sag ich. Ja. Oder kann sie hochladen, Privat-Download. Ja, das. Mediafire oder so, können sie natürlich auch tun. Ja, so werde ich es wahrscheinlich auch machen müssen, wenn ich irgendwann Mods mit reinnehme. Ja. Dass ich die Mods hochlade nochmal. Und den Link eben nur an die Leute weitergeben. Genau. Ja, das kann man, das sollte keine Ärger geben. Ja, vor allem der Modder will es nicht mitkriegen. Wenn er nicht meine Let's Plays schaut. Nein, ich meine deswegen, weil über Skype dauert zu lange und die Links habe ich gar nicht mehr. Das gab's nur so doof. Ich habe die Mods einfach mal von irgendwelchen Portalen zusammengesucht. Weil Mod-Hoster, auch bekannt als Schrotthoster, hat nicht immer die beste Qualität. Sind zwar die meisten und auch ein paar gute dabei, aber. Ja, das stimmt aber wie Schrotthoster, ey. Und zum Teil gibt's da Müll. Was sind da so Spitznamen? Schrotthoster, Modhuster, keine Ahnung. Die tauchen häufiger mal im offiziellen Forum auf. Wie? Ja. Ja, da gibt's eh so eine lange Diskussion immer wieder auch über Modhoster und Boykottieren und sonst was.
lassen. Weil einige zum Teil finde ich, dass da viele Mods einfach Schrott sind und ohne Prüfungen, ohne alles und Masterstandklasse und Geld und alles, aber das ist Schrott. So viele Sachen sind wirklich Schrott. Leute sollen das zuerst lernen, muss man Leben kaufen. Naja, klar, es ist nicht so einfach, also nicht, dass ich jetzt denke, wie war das? Gerade irgendwie so einfach ist es wirklich nicht. Modden. Ja, Modden ist es so einfach. Ja, das weiß ich. Mappen ist simpel. Kann jeder. Sollte aber nicht jeder hochladen. Meinst du, weil der Großteil eben Schrott ist, der rauskommt? Oder welche, die irgendwie nur halb können? Ich würde halt sagen, macht zuerst mal, lernt. Zum Beispiel bei Dings kommt es dann nicht, bei Mappen und so kommt es nicht drauf an, was man kann, sondern Großteil auf die Erfahrung. Also erstmal Standard-Map ein bisschen umbauen. Ja, eben, und dann irgendwann machst du dann, irgendwann weißt du, wenn du das machst, dann weißt du, die Map funktioniert. Zum Beispiel ich mit meinem Projekt Eichse, ich weiß, wenn ich da zum Beispiel Hof baue, weiß ich, die Sachen, die ich da einfüge, sind dann eigentlich richtig. Also die gehen dann. Muss ja keine Angst haben, dass da irgendwelche Texturen fehlen durchs. Dann weißt du, das funktioniert. Du hast aber schon die große Spritze, oder? Ja, nö, die kleine immer noch. Was, die ist noch nicht leer geworden? Nö. Ganz so aus. Drei Spielfeld noch. Ist ja übel, ey. Mann. Wie viel ist noch drin in der kleinen? 100. 100 Liter. Wird noch für Feld fertig. Ja, wenn da nur noch 100 Liter drin sind, kann man es auch verkaufen. Mit diesen 100 Litern. Aber ganz ehrlich, auf den Euro mehr, die paar Euro, ist ja nicht nur ein Euro. Dünger ist ja auch nicht billig. Ich verschwende den jetzt. Ist auch cool. Ja, verschwende ihn. So. Ach, sieh mal. Und ich mach jetzt das, was ich jetzt machen will. Jetzt ist sie leer. Cool. Ich mach jetzt mal die Zeit schneller. Oh nein. Also gemacht. Ja, mein Timer ist mir ausgegangen. Ich muss mir für die nächste Folge einen neuen Timer suchen. Das haut nicht so hin, wie ich es gern hätte. Warum? Mein Taschenrechner, den ich da programmiert habe, schaltet sich nach einer gewissen Zeit selbst aus. Eine Stoppuhr. Ja. Mir war nur gerade langweilig und Stoppuhr, muss ich mal schauen, ob ich eine herkriege. Hier liegt nur gerade keine. So, kannst du mir mal Rechte geben und verkaufen? Ja klar, mache ich. Dürfen. Fahrzeuge verkaufen, speichern und los. Oh, schon verkauft. Oh. Der gekriegt. Ja, Geld habe ich bestimmt gekriegt, aber ich habe nicht drauf geachtet. Wie viel Geld hast du? 278.000. Was willst du hier kaufen damit? Ich bin noch am Sparen für den Vorlernter. So, Rüben oder Kartoffeln? Kartoffeln. Gute Wahl. Gute Wahl. Ja, gute Wahl bleibt gute Wahl. Wie es aussieht, ne, mit dem Same da und dem großen Hänger. Was? So, dann sammle ich hier noch ein paar Eier ein. Nur 2-3, ja, komm, mach ich auch mit. Wie groß ist denn mein Rucksack eigentlich? Sehr groß. Ich hatte ja glaub fast 1000. Okay. Nö, ich hatte 1000 Eier verkauft. Ich lauf mal zu Feld 18. Warum ist denn dein Hack nicht drin? Weil ich nicht cheaten will im Let's Play. Was denn nicht cheaten? Das ist so ein bisschen Laufgeschwindigkeit aufgemotzt. Ich komme ja hier fast hinterher. Das ist mir so lackfrei. Ja, ist immer noch ein Unterschied. Sie sind momentan der Höchstbietende. Kann ich auch bieten? Nee. Du hast kein Geld.
Mann. So, du siehst aber auch wieder mal. Du siehst aber auch wieder mal so aus wie immer. Ja, ich habe das Feld erhalten. Weil ich nur so teuer, ne? Drauf sehen? Keine Ahnung. Ich bin noch im Überlegen, ja. Ich bin noch im Überlegen. Drinne. Der kostet. Du hast da BGA, ne? BGA mache ich mit Gras. Also BGA habe ich nicht allzu viel. Ja, würde ich sagen, mal ein bisschen Gras schneiden, weil da gibt richtig Geld. Ja, ist gerade Gras reif? Weiß nicht. Warum stellst du die Zeit nur auf 30? Ich liebe das dann zu. Ja, Gras ist im Moment keins reif. Ich werde sie gleich eh wieder auf Echtzeit stellen, wenn ich sähe. Ja, also warte noch kurz, bis die Silage verkaufsreif ist, bitte. Silage. Ja, ja. Bido. Was soll ich denn drauf machen? Weizen, Gerste oder Raps? Nur Säentscheidung. Was würdest du denn machen? Ich weiß nicht. Ich bin eher der immer Raps pflanzt. Ja, Raps hatten wir in letzter Zeit so oft. Ich denke, ich mach mal Gerste. Bist du gerade im Rad, oder? Nee. Ich warte, so, warte, das ist... 93, 94, 95, dann kommt gleich die Kohle. 97, 98, 95, 100! Yay! Naja, okay, also lass die Schlacht beginnen. Es nicht, aber, ich kann mal verkaufen, trotzdem. Kriegst du ein bisschen Geld drauf. Anschalten, 2. So, dann säen wir hier mal. Jetzt dreschen wir nicht mehr nachts, jetzt säen wir nachts. Also mal nachts gedroschen oder was? Ich habe irgendwie 3, 2, 3, 4 Ernten lang nur noch nachts gedroschen. Aber ich mache jetzt mal hier was ganz anderes. Und zwar beende ich hier mal den Part. Wir sehen uns. Tschüss.